XXL, wir konnten einfach nicht länger warten, denn auch wir sind ja neugierig, wie es weitergeht. Oliver, du gibst deine Party. Okay. Das ist doch eine schöne Idee. Und weiß natürlich nicht, wer deine Gäste sind. Damit du es nicht gleich erfährst, setz dir die Kopfhörer auf und stell dich doch bitte mit dem Rücken zu uns an die Treppe. Mhm. So, schalldichte Kabine, hoffe ich. Oh, und mach deinen Hand runter. Ja, da. Ja, ja, ist jetzt auch wirklich weg. Olli! Na, ist okay, pass auf. Ich gebe euch jetzt eure Rollen. Die Rollen, in denen ihr als Gäste gleich in der Reihenfolge, wie ich das jetzt sage, bei Olli klingelt. Und zwar Mirja, die Rolle deines Lebens. Du bist Model bei einem Playboy-Shooting. Oder in diesem Fall wohl eher in einem Playboy-Shooting. Ich will sagen, du hast dabei die Blähungen deines Lebens. Das ist, ja, das ist aber schön. Tietje, ich denke, die einzige realistische Rolle hast du. Du bist David Hasselhoff. Du bist auf Deutschland-Tour, das heißt natürlich in diesem Falle Hacke dicht, Sternhagel voll, Britze breit. Ne? Sure. Paul, du bist Dompteur im Zirkus. Allerdings mit der falschen Brille, denn du hältst alle Anwesenden für Löwen. Hm? Für Löwen, die es zu bändigen gilt. Ja, ich freue mich. Ja. Alles klar. Ich glaube, da wird der Oliver sich richtig freuen über die Besuche. So. Ja. Nee? Die kleinen Dinosaurier-Schritte, dann weißt du. Das waren schon wieder 5,2 auf der Richterskala. Ja, was wahr ist, muss wahr bleiben. Und was für Loser habe ich mir diesmal eingeladen? Nein. Da kommt was auf dich zu, möchte ich sagen. Also, du kannst dich wirklich freuen und die Gäste, sie scharren mit den Hufen. Also, viel Spaß. Danke. Okay. So, habe ich alles vorbereitet. Salzstangen sind da, Luftballons sind aufgehängt, Hose habe ich auch an. Gut. Hallöchen! Ui, sorry. Guten Tag erstmal. Hallo. Wir kennen uns aber ich meine schon. In die Augen gucken, ne? Nicht nur, weil das jetzt hier alles so, ne? Sonst habe ich jetzt auch nichts gesehen, aber ist egal. Jetzt, wo soll ich mich hinlegen? Wollen wir uns gleich hinlegen? Nee, nur ich, du musst ja anders. Leg dich doch einfach da drüben als Raumteiler hin, das ist kein Problem. Hör mal, hast du irgendwie eine Artischocke? Ja, ich habe einen ganzen Artischockensalat. Hier, nimm doch. Hab ich immer da. Kann ich dir sonst irgendwas bringen, vielleicht? Ja, ich brauche so ein Tape, weil ich muss hier noch ein bisschen was abkleben. Hier vorne was abkleben? Ja, weg. Das ist jetzt zu groß. Warum? Alles. Ist zu groß? Ja, damit das besser weg ist. Du kannst es aber tragen, muss ich ehrlich sagen. Ja, es hängt ja schon ein bisschen. Ach so. Ich würde gerne, das muss ja gut aussehen. Damit es nicht bei den Knien... Geh mal besser weg, ja, ich muss noch mal eben... Oh. Hallöchen. Good evening, Bielefeld! My friend, you got a drink for me? Ich komme übrigens aus Bielefeld, das ist kein Scherz. Oh, du auch? Jesus. You got a drink for me? Jede I need Menge. A drink, I need a drink, I need was, a drink. Was darf denn sein? Spezi. Ist ja alles da. Ja. Jetzt hat was möchtest du denn zu trinken? Ich habe im Prinzip alles da. I have one of these. Ja. Cola mit? Alkohol irgendwie. Teppichreiniger. Egal. Irgendwas. Ich brauche einen Intelligence Scan, bitte. Bitte schön. Hast du so einen Magen-Darm-Tee? Sag mal, seid ihr alle zum Sterben hier hingekommen oder was? Na gut, ich gucke mal, ob ich irgendwo einen Tee gefunden habe. So. Bitte schön. Heiß. Vorsichtig. Möchtest du dich vielleicht mit ihm hinlegen oder so? Nee, wer macht er jetzt oder machst du? Wer macht denn hier von euch? Ich mach alles. Ist ja meine Party. Also, ich muss mal eben so eine Entspannungshaltung einnehmen. Ja. Aber geh mal weg, dann? Da, geh mal da hinten weg. Okay. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, was du beruflich machst, aber ich will es nicht laut sagen. Hast du Ingwer? Hast du Ingwer? Ingwer? Ja. Welcher gesunde Mensch hat Ingwer im Haus? Hast du Ingwer? I would like to have a gin. That's cool. Geh einfach an die Hausbar und nimm, was du findest. Gucken, welcher Spacko jetzt hier steht. Hallöchen! Geh doch ab! Geh doch ab! Ja! Geh ab! Geh ab! Ab! Da! 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 Da!
an den Medikamentenschrank und das Betäubungsgewehr rausholen. Ja, es ist meine Party. Und ganz ruhig, ganz ruhig. Bist du der, Okay. Ich finde, es ist zu voll hier, deswegen würde ich gerne lösen. Versuch es gern. Sie könnte eine Pornodarstellerin sein, die unter Blähungen leidet. Es könnte daraus werden, sie ist ein Playboy-Model und hat... Aber sie will natürlich Pornodarstellerin werden, ja, wenn sie groß ist. Der klassische Weg, genau. Natürlich. Good evening, Tischendorf! Nee, where the fuck am I? Es kommt noch schlimmer, in Hürth bei Köln. Ja. Hör mal, Siegfried oder Roy, kann ich dir irgendwas anbieten? Irgendwas trinken vielleicht, für dich oder deinen schwulen Tiger? War das richtig? Also hey, bei Herrn Panzer ist natürlich klar, dass Siegfried und Roy, das entwickelt sich ganz wie von selber. Er ist Siegfried und Roy. Nein, er ist... Er ist Dompteur, der alle für Löwen hält. Ah, okay, aber Tiger ist auch sehr, sehr schön, ja. So, jetzt kommt unser Problemfall. Mein Lieber. I've been looking for... Ah! Ja! Er ist der Mann, der das hat, wovon alle Jungs träumen, nämlich ein sprechendes Auto, damals bei Knight Rider. Er ist David Hasselhoff. Und er weiß nicht, in welcher Stadt er auftritt.